Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Simple Life Stories. Mein Name ist Monia und heute möchte ich dir zeigen, wie du diese niedlichen kleinen Mexiko-Donut-Boxen bastelst. Dafür habe ich Templates erstellt, die kannst du an deinem Computer ausdrucken und dann kann es auch schon losgehen. Diesen Monat befinden wir uns auf unserer kreativen Weltreise von Australien in Mexiko und wir erkunden weiterhin das Land, die Natur und die Sehenswürdigkeiten dort und auch natürlich das leckere Essen. Bevor es irgendwie weitergeht, bitte abonnier doch unseren Kanal, klick die kleine Glocke an, damit du benachrichtigt wirst, wann immer ich ein neues Video poste und klicke auf den Like-Button. Ja, und dann legen wir auch schon los. Hier siehst du die Materialien, die du benötigst. Das PDF kannst du ausdrucken und da findest du ein Hintergrundpapier, nämlich dieses cremefarben und blaue und dazu dann noch hier diese Sticker, also die kleinen Grafiken mit den Lamas und Kakteen drauf. Die kannst du natürlich so oft ausdrucken, wie du magst, deswegen kannst du auch diese Bastelei so oft verwenden, wie du magst. Und deswegen finde ich das besonders schön. Diese Printable sind einfach ideal, zum Beispiel für Geburtstagspartys, wenn du mit den Kindern etwas basteln möchtest oder auch wenn du eine Party abends zu Hause hast, vielleicht im Mexiko-Stil und dann ein paar kleine Donutboxen brauchst, um ja, diese Donutboxen halt anzubieten. Wir haben diesen ganzen Monat Sachen aus Mexiko. Dazu gehört unsere Geschenkbox. Da kannst du kleine Geschenke reinpacken für deine Gäste. Dann gibt es natürlich noch Glasuntersetzer, die Donutboxen. Ja, es gibt jede Menge schöne Sachen, die du für deine Party machen kannst. Und das zeige ich dir in den Videos passend zur jeweiligen Woche. Es sind auch hier verlinkt. Ja, wir beginnen damit einfach unsere Donutbox einmal auszuschneiden. Das muss jetzt hier ziemlich genau sein und ziemlich ordentlich passieren. Und wenn dem so ist, dann falten wir die ganzen kleinen Schnippel, alle die ja, gestrichelte Linien haben, die werden gefaltet. Und dann haben wir auch unsere Donutbox schon fast fertig. Nämlich das ist eine ganz, ganz einfache Bastelei, die du auch ganz einfach mit deinen Kindern durchführen kannst. Schön ist sowas zum Beispiel auch auf Kinderpartys. Ja, warum nicht? Warum nicht sollen nicht alle gemeinsam basteln? Und hinterher bekommt man eben zur Belohnung einen Donut, der dann genau da reinpasst. Ich falte hier alle Ecken immer vor und zurück. Das gibt dann eben später ein schöneres Bild. Außerdem lässt es sich leichter kleben. Also immer ganz genau und feste Falten. Vielleicht hast du auch so ein Falzbein. Damit funktioniert das natürlich noch besser. Ansonsten geht das auch so, wie ich das hier mache. Einmal vor, einmal zurück. Und dann hat man das richtig gut gefaltet. Anschließend nehme ich hier dieses selbstklebende dünne Band und packe das auf die Ecken drauf. Das kann ich gleich abziehen und dann super gut zusammenkleben. Ja, das Schöne daran ist, dass es sehr viel besser hält, als wenn ich das hier mit dem Klebestift machen würde. Deswegen hier richtig schön andrücken. Ja, das gibt es von Reier. Ich verlinke das in der Infobox. Und dann kannst du auch ja, sehr haltbare Boxen erstellen. Und das finde ich hier total klasse. Diese Spannung wird komplett rausgenommen und es hält einfach richtig gut. Im nächsten Schritt kannst du dir von unserem Bogen mit den Grafiken die aussuchen, die dir richtig gut gefallen dafür. Ich nehme jetzt hier einmal das Lama und eine Kaktee und klebe dann beides auf die Donutbox und zwar von der Vorder- und von der Rückseite.
Um die Sticker hier aufzukleben, nehme ich jetzt nicht das Klebeband, sondern wirklich den Klebestift, weil ich finde, das lässt sich damit sehr viel besser aufkleben, weil ich nicht zuletzt die ganzen Ecken einkleistern kann. Ja, dann kann ich das nämlich sehr viel besser kleben als mit dem dünnen Band. Auf dem blauen Papier findest du natürlich auch noch einmal die Donutboxen und wir machen nochmal ganz genau dasselbe. Ausschneiden, dann mit dem Klebeband hier die kleinen Ecken einfach überall Klebeband drauf und das Ganze dann zusammenkleben und schön wieder dekorieren mit den restlichen Stickern. Das Schöne hier ist auch, du kannst das Papier natürlich so oft ausdrucken, wie du magst. Du kannst so viele Donutboxen basteln, wie du magst. Also das eignet sich auch ganz prima als Partyspiel, vielleicht auf einem Kindergeburtstag. Ja, wenn ihr gemeinsam was bastelt, ihr habt ja auch gemeinsam gebacken und anschließend die Donuts hier in die Box packt. Ja, das macht bestimmt Spaß, also vor allen Dingen auch den Kindern, weil das eine Bastelei einfach mit Gelinggarantie ist. Ne? Ist ganz einfach durchzuführen und das Einzige, was du brauchst, ist ein bisschen Klebe und ja, ein paar Papiere, die du an deinem Drucker, an deinem Computer ausdrucken kannst. Ja, das war's auch schon von mir für heute. Ich hoffe, dir hat die kleine Bastelei gefallen und du hast jede Menge Inspiration jetzt, wo du diese Donutboxen für benutzen kannst. Vielleicht für deine nächste Mexiko-Party abends mit deinen Freunden. Das wäre natürlich auch eine tolle Idee. Und ansonsten hoffe ich, dass ich dich im nächsten Video wieder begrüßen darf. Bis dahin, tschüss!